vor dem Krieg. New York, bevor ich geboren wurde. Ein Ort, von dem ich nur Bilder kenne. Ich kenne dich, aber wir sind uns nie begegnet. Ich gehöre zu dir, aber ich kenne deinen Namen nicht. Ich weiß, ich träume, aber es fühlt sich nach viel mehr an. Es ist mehr wie eine Erinnerung. Wie kann das sein? März 2077. 5 Jahre nach der vorgeschriebenen Gedächtnislöschung. Die Träume verfolgen mich nach wie vor. Victoria und ich wurden zusammen hergeschickt. In 2 Wochen wird unsere Mission hier beendet sein und wir stoßen zu den anderen. Aber ich habe noch Fragen. Sie nicht. Ich zerbreche mir den Kopf. Sie tut das nicht. Vor einem halben Jahrhundert haben die Plünderer unseren Mond zerstört. Ihr eigener Planet ging zugrunde. Darum kamen sie, um sich unseren zu nehmen. Ohne den Mond versank die Erde im Chaos. Erdbeben radierten Städte innerhalb von Stunden aus. Die Reste wurden von Tsunamis weggespült. Dann kam die Invasion. Wir taten, was nötig war. Und setzten Atomwaffen ein. Wir haben den Krieg gewonnen. Aber den Planeten verloren. Radioaktiv verseucht und größtenteils unbewohnbar. Die Menschen, die noch übrig waren, mussten die Erde verlassen. Wir bauten den TET, unsere Mission Control. Eine Zwischenstation vor der Weiterreise zum Titan, dem größten Mond des Saturn. Mittlerweile sind alle dort. Naja, fast alle. Bis unsere Aufgabe erfüllt ist, machen Vika und ich unsere Arbeit. Wir sichern die Hydrotürme, die Meerwasser in Fusionsenergie für die neue Kolonie umwandeln. Das Überleben der Menschheit hängt davon ab. Danke für den Kaffee. Überlebende der Plündererarmee behindern die Operation noch immer. Sieh dir das mal an. Nachts greifen sie unsere Drohnen an, am Tag versuchen sie mich zu töten. Ihr Kampfgeist ist ungebrochen. Warum, weiß ich nicht. Mission Control sagt, wir leisten gute Arbeit. Wir seien ein effektives Team. Vika ist mein Kommunikationsoffizier. Sie hält mir den Rücken frei. Ich kümmere mich um die Wartung der Drohnen. Die Drohnen überwachen alles. Vika kann es kaum erwarten, zu verschwinden. Ich kann das nicht behaupten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Erde, trotz allem, was geschehen ist, immer noch mein Zuhause ist.